Im August 2004 geschieht in Neubrandenburg ein grausames Verbrechen. Der Täter ist eine tickende Zeitbombe. Er hat 2 Morde begangen, da kam es auf den 3., 4. auch nicht mehr an. Die Jagd führt die Ermittler quer durch Deutschland und weit über die Landesgrenze hinaus. Ein seit September vermisster 34-jähriger Händler ist Jan Scharlaut. Ein Fall mit vielen Rätseln. Neubrandenburg, August 2004. Ein 34-jähriger Familienvater verschwindet mitten am Tag. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Jörn Scharlau. Er ist 34 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und etwa 75 Kilogramm schwer. Am 30. August wurde er zuletzt gesehen. Hier in seinem Handygeschäft im Neubrandenburger Lindetal-Center. Mittags verließ er den Laden, er hatte Termine. Doch bei diesen Verabredungen kam er nie an. Jörn Scharlau bleibt verschwunden. Nach 3,5 Wochen übernimmt die Mordkommission den Fall. Die Spurenlage ist dürftig. Hat hier eine Aufstellung gemacht über den gesamten Handlungsablauf, was wir bisher wissen. Dann war Schluss. Begrenzt, ja. Merkwürdig finden die Kommissare, dass Jörn Scharlau nach seinem Verschwinden offenbar noch einige SMS verschickt hat. Das kannst du dir mal angucken. Das ist hier eine Aufstellung der gesamten SMS, die dann gekommen sind. Ne? Dann hat ihr Nachrichten geschickt, die dann tatsächlich die Frau veranlasst haben, nicht sofort Patrouille mit seiner Anzeige zu erstatten, sondern sie sind erst tatsächlich erstmal davon ausgegangen, der treibt sich erstmal irgendwo umher und braucht tatsächlich eine gewisse Auszeit. Am Tag des Verschwindens schreibt er an seine Mitarbeiterin: Nicole, komme heute nicht mehr arbeiten. Könntest du bitte den Laden schließen? Vielen Dank. Abends meldet sich sein besorgter Vater. Hallo, lieber Jörn, wir machen uns große Sorgen. Wenn es dir gut geht, gib uns eine Nachricht. Fatih. Kurze Zeit danach schreibt seine Ehefrau: Wo bist du? Die Antwort: Brauche Zeit zum Nachdenken, da es mit uns nicht mehr so klappt. Melde mich die Tage bei dir und macht euch keine Sorgen. 2 Tage danach und einige SMS später schreibt Jörns Frau: Kommst du wieder? Die Antwort: Ja, ich denke schon. Es sieht danach aus. Habe nicht vorgehabt, dich zu verlassen. Brauche etwas Zeit und muss überlegen, was ich an mir verändern kann. Der hat nie SMS geschrieben. Und? Er hatte nämlich eine Leserechtschreibschwäche. Genau. Und deswegen hat er tatsächlich vermieden, auch im Handy zu schreiben. Damals war das mit dem Schreiben noch nicht so. Und wenn, dann einen ganz anderen Stil beim Schreiben. Ja, dann, ja. Man muss in alle Richtungen denken. Aber ich sage mal jetzt, zu dem Zeitpunkt, als wir den Fall übernommen hatten, hat er keiner mal daran gedacht, dass er sich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Also das war zu unwahrscheinlich. Da waren viel zu viele Dinge, die passiert mit seinem, seinem Umfeld, seinem PKW, seinem Handy. Die passten überhaupt nicht dazu, gar nicht. Die Kommissare überprüfen zunächst den Handyladen im Neubrandenburger Lindetal-Center. Das Geschäft von Jörn Scharlau. Hier wurde er zuletzt lebend gesehen. Und die erste SMS nach dem Verschwinden ging ebenfalls hierher. An eine Mitarbeiterin mit der Bitte, den Laden zu schließen. Gerade hier dieser Vodafone-Shop war ja für uns der Ausgangspunkt für ganz viele Ermittlungen. Und ein ganz wichtiger, ganz wesentlicher Ankerpunkt unseres Opfers. Er war letztmalig hier gesehen worden. Für uns wichtig war natürlich, welche Gedanken, welche Absichten er hier gegenüber seinen Mitarbeitern geäußert hat. Das Opfer hat natürlich eng zusammengearbeitet mit seinen Angestellten. Und von daher wussten die natürlich auch einige Dinge über sein Privatleben und auch über seine Bekanntschaften, auch in Richtung weiblicher Bekanntschaften. Es stellt sich heraus, Jörn Scharlau betrügt seine Frau. Am Tag des Verschwindens telefoniert er morgens noch mit ihr. Anschließend verabredet er sich mit seiner Affäre Silke M. zum Sex. Um 11:30 verlässt er das Lindetal-Center. Um 12 ist er bei seiner Affäre. Eine Viertelstunde später macht er sich wieder auf den Rückweg.
Doch sein Parkplatz in der Tiefgarage des Lindetal-Centers bleibt leer. Die Ermittler lassen sich von der Center-Managerin die Tiefgarage zeigen. Sie wollen klären, ob Jörn Scharlau hier noch ankam, bevor er verschwand. Die Kameras könnten da weiterhelfen. Auch bei der Frage, ob jemand bei ihm war. Aber die Aufnahmen, das sind ja, da kann man ja eigentlich kaum Gesichter erkennen. Aber die funktionieren zumindest. Ich meine, das ist schon mal viel wert. Speichern die auch oder sind die einfach nur da? Speichern nicht mehr. Ja. Da waren die ganzen 24 Stunden damit überschritten, oder? Es gab Filmaufnahmen, aber die waren dann leider zu dem Zeitpunkt, als wir diese Überprüfung durchgeführt haben, auch nicht mehr verfügbar. Das heißt, sie waren überspielt, die waren gelöscht, haben uns auch nicht weitergeholfen. Jörn Scharlau kam mit den anderen Ladenbesitzern gut aus. Niemand kann sich sein Verschwinden erklären. Es war ein bisschen Unruhe auch im Center, dann liefen hier Gerüchte rum, es wäre im Haus was passiert oder hier wäre eine Gang unterwegs. Aber wie das so ist, die Leute erfinden ja dann so viel, was sie alle angeblich hundertprozentig wissen. Und ja, am meisten Leid hat mir seine Frau und seine Kinder getan, ne, die wochenlang da mit dieser Ungewissheit zurechtkommen mussten. Was ist nun, was ist los, was ist passiert, wo ist er, warum ist er weg, weiß man ja alles nicht. Die Polizei überprüft die Kontobewegungen. Am Tag des Verschwindens wurde mit Jörn Scharlaus EC-Karte Geld abgehoben. Die Fotos der Überwachungskameras sind schlecht. Aber der Mann auf den Bildern sieht jünger aus als der Handyhändler und hat eine Glatze. Die erste Abhebung, mittags im Lindetal-Center, 500 Euro. Abends nochmals 500 Euro in einer anderen Filiale. Und später weitere 1000 Euro. 9 Stunden später der nächste Besuch am Geldautomaten, diesmal in Hamburg. Wieder 1000 Euro. Die Karte wird einen Tag später in Kloppenburg eingezogen, weil die Ehefrau das Konto inzwischen gesperrt hat. Sie war misstrauisch geworden. Was ist mit Jörn Scharlau passiert? Er war nur Geschäftsführer des Telefonshops. Da haben wir natürlich hingeguckt, ob es da Probleme mit Kunden gab, Auseinandersetzungen, ja, finanzielle Geschichten, Reibereien, wie auch immer, Konkurrenzdenken möglicherweise von anderen, anderen Personen. Das war für uns ziemlich bedeutsam. Und zum anderen auf der anderen Seite natürlich auch sein familiäres Umfeld. Gerade bei ihm ist uns ja durch die Ermittlungen bekannt geworden, dass er doch Kontakte auch mit anderen weiblichen Personen unterhielt. Auch mit weiblichen Personen, die ihrerseits gebunden waren, die Freunde hatten, die Ehemänner hatten. Und Geld und Liebe, das sind schon die Motive auf der Hitliste, die ganz oben stehen. Am 17. September wird Jörn Scharlaus Auto in Neustrelitz gefunden, mit gestohlenem Kennzeichen. Nach einem Zusammenprall mit dem Kantstein. Das ist hier, ist ja logischerweise, da sieht man doch, da ist er auch lang geratscht. Ja, wenn die Unfallstelle hier ist der Anstoß gewesen. Ja. Der Unfall wurde von den Neustrelitzer Kollegen aufgenommen. Es gibt auch Zeugen. Das muss ja geknallt haben wie Deibel. Die Bürger haben den Unfall gehört, haben teilweise auch auf dem Balkon gestanden, hier oder da drüben. Waren ziemlich dicht dran, haben dann auch Personen beobachtet, die hier geflüchtet sind. Konnten uns konkret sagen, es war eine weibliche Person mit entsprechender Beschreibung. Zwei männliche Personen, auch eine entsprechende Beschreibung. Eine Frau mit rot gefärbten Haaren und zwei Männer mit Glatze sollen weggelaufen sein. Sie haben eine Jacke zurückgelassen. Sie wird auf DNA untersucht. Der Wagen kommt zur Kriminaltechnik nach Neubrandenburg. Keine Beschädigung, keine sichtbare. Die Kriminaltechniker zeigen uns noch einmal, wie die Untersuchungen damals abgelaufen sind. Zunächst geht es um Fingerabdrücke. Jeder kann lang gehen, kann das Auto anfassen, mal reingucken. Also nehmen wir das erstmal als Indiz, als Hinweis, dass der Täter am Fahrzeug gewesen ist. Am Fahrzeug, nicht im. Wir müssen mal schauen, dass wir das dann auch mit der Folie sauber abgezogen kriegen, und was nachher auswertbar ist oder nicht, entscheidet dann das Landeskriminalamt. Um Fingerabdrücke auf glatten Oberflächen zu sichern, benutzen die Techniker Rußpulver und spezielle Folien. Ja, das ist Gelatinefolie, Gelfolie, eine ganz dünne Gelschicht obendrauf, und die nimmt im Prinzip das Pulver so von der glatten Fläche dann runter, dass die Linien dann auch klar und deutlich zu erkennen sind. Aber es gibt auch unsichtbare Spuren.
Jeder Mensch verliert pro Stunde rund 30.000 Hautschuppen. Hinzu kommen Haare und Spucketröpfchen. Hier nehmen wir DNA-Proben vom Lenkrad, von dem Lenker, überall, wo die möglicherweise angefasst haben. Also sämtliche Knöpfe. Ne? Die nächste Geschichte, die wir hier machen können, ist, die Faserspuren von den Sitzen zu nehmen. Ja, ist aber auch wieder, wie viele Leute haben schon auf diesen Sitzen gesessen. Aber wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Auch Kleidungsstücke sind sehr individuelle Spurenträger. Denn an ihnen haften Fasern aus dem gesamten Kleiderschrank des Besitzers. Dieser Mix ist so individuell, dass er einen Täter überführen kann. Die Sitze werden abgeklebt, um die Faserspuren, die sich möglicherweise aus der Bekleidung des Beifahrers gelöst haben und hier an den Sitzen festgesetzt haben, sicherzustellen. Ne? Also wir nehmen so alles in dem großen Bereich auf, was wir an Faserspuren haben. Machen natürlich Sitzfläche, Rücklehne und Kopfstütze getrennt. Und bei der Kopfstütze haben wir noch die Möglichkeit, Haare bzw. Schuppen zu sichern, was wir dann auch DNA-mäßig untersuchen können. Der Wagen von Jörn Scharlau hat reichlich Spuren geliefert. Die müssen aber erst zum Landeskriminalamt geschickt und dort ausgewertet werden. Das dauert in der Regel einige Wochen. Wenn wir auf bestimmte Dinge warten, das kriege ich nicht schneller. Da kann ich auch nicht irgendwo, das kann ich nicht beschleunigen. Da muss ich warten. Wenn ich irgendwo, wie hier, das Fahrzeug wurde kriminaltechnisch untersucht, da wurden Fingerabdrücke gesichert, da wurden DNA-fähiges Material gesichert. Ob es auswertbar ist oder nicht, das stellt sich erst bei der Untersuchung heraus. Und das braucht seine Zeit. Sicherlich waren wir da Zeit nicht untätig. Es gab genügend andere Dinge. Es war immer irgendwo, gab es Informationen, denen man nachgehen musste. Es gab immer irgendwelche Aussagen, die irgendwo getroffen wurden, die dann noch durch eine ordentliche Vernehmung verfestigt werden mussten oder ausgeweitet werden mussten. Aber trotzdem, um jetzt wirklich vorwärts zu kommen, waren bestimmte Dinge, die haben uns tatsächlich zu lange gedauert, haben uns geärgert. Ein Ansatzpunkt, der Ihnen noch bleibt, ist das gestohlene Kennzeichen an Scharlaus Renault. Die Mordermittler überprüfen, ob es schon früher auf einem Blitzerfoto oder in einem anderen Zusammenhang aufgetaucht ist. Sie werden tatsächlich fündig. Gut eine Woche nach dem Verschwinden von Jörn Scharlau wird sein Auto an einer Tankstelle gefilmt, ca. 40 Kilometer von Neustrelitz entfernt. Der Fahrer tankte ohne zu bezahlen. Deshalb gab es eine Anzeige und Fotos von der Überwachungskamera. Sie bitten die Kollegen in Neustrelitz um Hilfe. Dort war der Wagen nach dem Unfall auch gefunden worden. Bandelo? Ja. Guckt euch mal genau an. Da kommt noch mal. Jetzt von hinten. Die Fotos sind nicht gut, aber der Kollege glaubt, den Mann zu erkennen. Stefan K., ein notorischer Straftäter, der sich immer wieder mit der Polizei anlegt. Das ist er. Jeden Mittag saß der beim Präsidium, beim jetzigen Präsidium, auf der Treppe zur Mittagszeit. Was der da gemacht hat, weiß kein Mensch. Er hat sich auch mal in den Warteraum unten reingesetzt. So ganz provokativ, also das konnten wir auch nicht einordnen. Und dadurch war der ständig präsent. Also nicht nur, dass wir ihn laufend als Täter hatten, eine Kleinkriminalität, sondern auch, dass er da noch so aufgetreten ist und sich immer in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Was wir sagen konnten, das muss er sein. Selbst die Bekleidung, wenn man den so gut wie jeden Tag gesehen hat. Denn, und vor allen Dingen seine Figur, so ein schlaksiger, großer Typ. Und das hat natürlich auch mit dazu beigetragen. Stefan K. hat ein beachtliches Vorstrafenregister. Die Ermittler überprüfen sein Umfeld. Und stoßen auf seine Freundin Sandy. Sie hat rot gefärbte Haare. Und dann gibt es noch Stefans Kumpel Sven. Die beiden haben sich im Gefängnis kennengelernt. Sven ist Mitte August von einem Hafturlaub nicht zurückgekehrt. Die Ergebnisse der Kriminaltechnik belasten die drei. Sie saßen tatsächlich im Auto des Opfers. Mittlerweile sind auch die Verbindungsdaten von Jörn Scharlaus Handy da. Kurz vor seinem Verschwinden hat er mit Sandy B. telefoniert. Die Kommissare fahren zu Sandys Wohnung. Sie wohnt mit ihrem knapp ein Jahr alten Kind ganz in der Nähe des Lindetal-Centers. Nur 200 Meter entfernt ist auch der Geldautomat, an dem mit Jörn Scharlaus EC-Karte 500 Euro abgehoben worden waren.
Die Ermittler konfrontieren Sandy mit den Telefondaten. Sie erklärt, dass sie bei Jörn Scharlau einen Handyvertrag abgeschlossen habe. Da sie noch Fragen hatte, habe sie ihn angerufen. Mit dem Verschwinden will sie nichts zu tun haben. Die Beweise reichen bei ihr noch nicht für einen Haftbefehl. Sven S. können die Beamten nicht fragen. Der ist auf der Flucht. Stefan K. kommt in Untersuchungshaft. Er wird verhört. Am Anfang hat er logischerweise alles abgestritten, hat so getan, als ob er von nichts weiß. Nachdem er dann gemerkt hat, dass Beweise gegen ihn vorliegen, Bilder aus Überwachungskamera etc., da hat er natürlich sich eine Tatbegehung gestanden, wo er eigentlich nur am Rande eine Rolle spielt. Haupttäter sei der andere und er hat alle Schuld auf ihn geschoben und hat eindeutig ausgesagt, dass er wüsste, der andere habe das Opfer in der Tiefgarage des Lindetal-Centers überfallen und habe ihn von dort dann in ein ihm nicht bekanntes Waldstück gebracht. Nur eine Schutzbehauptung? Die Polizisten fahren mit den Kriminaltechnikern zur Tiefgarage im Lindetal-Center, um die Aussage von Stefan K. zu überprüfen. Wenn Jörn Scharlau auf seinem Stellplatz überwältigt wurde, könnten die Kriminaltechniker noch Spuren finden. Zum Beispiel feine Blutspritzer oder andere Hinweise auf einen Überfall. Flecken gibt es viele. Doch das ist in einer Tiefgarage nichts Ungewöhnliches. Dann weiten sie die Suche von Jörn Scharlaus Stellplatz auf die angrenzenden Bereiche aus. Nichts. Nichts gefunden. Wo ist Jörn Scharlau? Stefan K. sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Und Sven S. ist weiter auf der Flucht. Die Ermittler überwachen 17 Telefonanschlüsse aus dem Umfeld von Sven S. Darunter auch die Familie, Freunde, ehemalige Mithäftlinge und seine Freundin. Bei ihr meldet sich Sven in unregelmäßigen Abständen. Die Telefonate sind kurz. Zu kurz, um ihn exakt zu orten. Man hat schon gemerkt, dass der Betreffende, der Flüchtige, schon damit gerechnet hat, dass das Handy überwacht werden könnte. Das hat sich ja letztendlich auch dann darin geäußert und bestätigt, dass er dieses Handy dann auch nicht über einen längeren Zeitraum genutzt hat, sondern das dann entsorgt hat und dann sich ja neue Telefone besorgt hatte. Also er hat schon über richtig Polizeierfahrung verfügt und hat die natürlich auch ja im vollen Umfang ausgespielt und es uns dadurch natürlich auch nicht so leicht gemacht. Dennoch können sie ein ungefähres Bewegungsbild erstellen. Am 7. Oktober loggt sich sein Handy in einer Funkzelle in Hamburg ein. Es ist nur eine grobe Peilung, aber die Ermittler haben mittlerweile auch die Verbindungsdaten des Flüchtigen aus der Zeit vor der Tat. Anfang August war er schon mal in Hamburg und hat eine Pizza bestellt. In die Washington-Allee. Die Lieferadresse ist beim Pizzaservice noch gespeichert, mit genauer Wohnung und Stockwerk. Die Ermittler kontaktieren ihre Kollegen in Hamburg. Die klären das Mietshaus unauffällig auf. Sven S. ist offenbar in der Wohnung. Daraufhin bereitet das mobile Einsatzkommando den Zugriff vor. Sven S. ist gewaltbereit und gefährlich. Das hat er mehr als einmal bewiesen. Ein Lockvogel soll an der Tür klingeln. Dann wollen die Beamten die Wohnung stürmen. Doch bevor es dazu kommt, hören sie ein verdächtiges Geräusch aus der Wohnung. Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Die Beamten stürmen eine leere Wohnung. Sven S. ist offenbar über einen schmalen Fenstersims in die Nachbarwohnung geklettert und von dort aus durch das Treppenhaus entkommen. Zurückgelassen hat er ein paar Kleidungsstücke und viele frustrierte Polizisten. Sven S. ist jetzt noch vorsichtiger, hält nur zu seiner Freundin in Neubrandenburg Kontakt. Da sie lückenlos überwacht wird, wissen die Ermittler, dass der Flüchtige nach Amsterdam und dann weiter ins belgische Tirnhout fährt. Dort kommt er am 7. November an. Die Stadt Tirnhout liegt im Norden Belgiens. Am späten Nachmittag verschwindet dort der Lokalpolitiker Tony D. Kurz zuvor war er noch bei einem Fußballspiel des örtlichen Regionalligisten. Fast zu Hause will er noch sein Auto in die Garage auf den Hinterhof fahren. Seine Frau wartet vergeblich auf ihn.
Die belgische Polizei rekonstruiert, in welchen Funkzellen sich das Handy des Verschwundenen eingeloggt hat. Es bewegt sich Richtung Niederlande. Unterwegs wird mit der EC-Karte des Belgiers noch Geld abgehoben. 500 Euro. Die Überwachungskamera zeigt zwei maskierte Männer. Dann geht es weiter an die Nordseeküste, ins niederländische Katwijk. Im fernen Neubrandenburg hören die Ermittler ein Gespräch ab, das der flüchtige Sven S. an diesem Abend mit seiner Freundin führt. Plötzlich brüllt er: Ruhe da hinten, sonst gibt's was auf die Fresse. Auf dieses Telefonat, auf diesen Zwischenruf konnten wir uns zu dem Zeitpunkt der Überwachung auch gar keinen reinmachen, weil wir da der Annahme waren, er wäre allein unterwegs. Und ja, dieser Zwischenruf erschien uns unlogisch, nicht nachvollziehbar. Es war dann so, dass zu dem Zeitpunkt der Flüchtige mit diesem zweiten Opfer unterwegs war, von Belgien in Richtung der holländischen Ostseeküste, praktisch auf dem Weg zu seiner Tötung. Am darauffolgenden Morgen wird im flachen Wasser die Leiche des entführten Belgiers gefunden. Jemand hat ihn unter Wasser gedrückt und ihm die Kehle durchgeschnitten. Ja, die ersten Gedanken waren schon, ob es da Möglichkeiten gegeben hatte, dort in irgendeiner Form einzugreifen. Also das waren doch schon so die ersten Gedanken. Ja, dieser Zwiespalt, dort nicht eingegriffen zu haben, nicht eingreifen zu können, der blieb. Und der bleibt eigentlich bis heute. Die Täter haben das Handy des Belgiers mitgenommen. Auch sein schwarzer Audi bleibt verschwunden. Die niederländische Polizei überwacht das Telefon des Opfers. Es bewegt sich Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Daraufhin kontaktieren die belgischen Ermittler ihre deutschen Kollegen in Neubrandenburg. Am 14. November kann das SEK den schwarzen Audi in Parchim stoppen. Dabei fahren die Beamten 6 Autos zu Schrott. Noch einmal soll ihnen Sven S. nicht entkommen. Mit ihm festgenommen wird auch ein Niederländer. Der zweite Mann auf den Überwachungsbildern am niederländischen Geldautomaten. Außerdem finden sie ein Messer. An der Klinge das Blut des Belgiers. Na, es war schon ein Gefühl der Erleichterung. Denn für uns war eigentlich klar, dass er von alleine nicht aufhören würde, diese schweren Straftaten zu begehen. Das hat er uns später auch sogar so konkret in seiner Vernehmung bestätigt, dass ihm die zweite Tötung schon, leichter von der Hand ging. Er hatte 2 Morde begangen, da kam es auf den dritten, vierten auch nicht mehr an. Sven S. gesteht auch den Mord an Jörn Scharlau, schildert aber eine ganz andere Variante als sein Komplize Stefan. Das Verbrechen soll in der Wohnung von Sandy passiert sein. Jörn Scharlau suchte Affären und erzählte jungen Frauen, er habe viel Geld. So auch Sandy, als sie wegen ihres Handyvertrags in seinem Laden war. Ihr Freund Stefan, der dringend Geld brauchte, hatte daraufhin die Idee, den Handyhändler in Sandys Wohnung zu locken, ihn zusammenzuschlagen, sein Konto zu plündern und ihn dann zu erwürgen. Die Ermittler gehen noch einmal in die Wohnung. Wenn es stimmt, was Sven sagt, ist Stefan in Wirklichkeit der Drahtzieher des eiskalten Mordkomplotts. Sie waren ja schon einmal hier, um Sandy zu befragen. Doch da ist ihnen nichts Besonderes aufgefallen. Ist das hier wirklich der Tatort? Wir sind schon davon ausgegangen, dass da gewisse Veränderungen stattgefunden haben und die Spuren, die wir suchen, auf die es uns ankommt, dass die uns jetzt, nicht sofort ins Auge springen werden. Und genauso war es dann auch. Die Wohnung machte einen aufgeräumten, auf den ersten Blick unauffälligen Eindruck. Der Geruch im Wohnzimmer, der hatte so einen typischen Geruch einer neu verlegten Auslegware. Und das waren für uns schon
ganz wichtige Hinweise, dass hier gemalert worden ist und dass offensichtlich auch der Teppichboden ausgetauscht worden ist. Die Kriminaltechniker entfernen den Teppich. Hier ist deutlich, ne? Sie zeigen uns, wie die Suche damals abgelaufen ist. Die versprühte Chemikalie reagiert auf das Hämoglobin im Blut und lässt selbst kleinste Mengen leuchten. Dass hier vielleicht jemand gelegen hat, der viel Blut verloren hat. Die Blutspur verteilt sich, wird dahin weniger. Kann natürlich sein, dass er hier aufgeschlagen ist oder gelegen hat, wo er das meiste Blut verloren hat und danach da weggezogen wurde. Der Abstrich auf dem Fußboden bestätigt. Es ist die DNA von Jörn Scharlau. Auch Sandy kommt in Untersuchungshaft. Doch wo ist die Leiche? Die Kommissare sind inzwischen auf einer Fahrt ins Ungewisse. Sven S. will sie zu der Stelle führen, an der die Leiche des Handyhändlers liegt. Er ist überraschend kooperativ. Mit den Erkenntnissen, die wir ihm vorhalten konnten, wusste er, er hat im Grunde genommen gar keine Chance mehr, er wird verurteilt. Und wenn der Leichnam nicht gefunden wird, muss man sich in die Lage versetzen. Die Angehörigen haben niemals einen Ort, wo sie hingehen können, wo sie um ihre Liebsten trauern können, wo sie Blumen niederlegen können, wo sie mit der Sache konkret abschließen können. Das ist natürlich ein Argument und das hat er in dieser Situation verstanden. Er will noch mal etwas Gutes für die Angehörigen tun, sich da ein Stück weit dafür entschuldigen, was er getan hat. Es wird eine Fahrt durch mehrere Bundesländer. Sven S. führt die Polizisten 560 Kilometer weit, bis ins niedersächsische Lingen. Den Ermittlern kommen Zweifel. Würde man mit einer Leiche im Kofferraum so weit fahren, um sie verschwinden zu lassen? Telefonisch fordern sie bei ihren niedersächsischen Kollegen Unterstützung an. Auch ein Rechtsmediziner soll dazukommen. Vor Ort scheint Sven S. Mühe zu haben, die richtige Stelle zu finden. Ganz sicher waren wir uns ja bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, ob dort tatsächlich eine Leiche zu finden sein würde. Und nun war natürlich die Erwartung da, ob sich das dann so bestätigen würde. Ich kann mich noch gut erinnern, dass der Täter auch den Wunsch geäußert hat, selbst an dieser Grabungsmaßnahme teilzunehmen. Das heißt, er meinte, er würde gerne die Leiche selber ausgraben. Ja. Das hatte er wohl als eine Art Wiedergutmachungsmaßnahme auch für sich selbst angenommen. Durfte er natürlich nicht. Jörn Scharlau ist mit einem Kabel erwürgt und in eine Decke aus seinem Renault eingewickelt worden. Die Täter haben ihn in seinem eigenen Auto hierher gebracht und unterwegs noch Geld abgehoben. Mit dem Bergen der Leiche war für uns die Gewissheit, dass alles, was bisher im Rahmen der Beweisführung bis hin zur Aufnahme des Geständnisses gekommen ist, sich bestätigt hat. Und das ist natürlich befriedigend in dem Moment. Jawohl, es hat sich alles bestätigt und alle Arbeit war nicht umsonst. Und wir haben die Tat geklärt. Ein grausamer Mord, der seit heute vor dem Neubrandenburger Landgericht verhandelt wird. Auf der Anklagebank zwei junge Männer und eine Frau. Der 24-jährige Sven S. aus Parchim, mehrmals vorbestraft. Er ist der Hauptangeklagte. Das Urteil für die beiden Männer jeweils lebenslänglich. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden mit äußerster Brutalität den Mord begangen haben. Die Frau verurteilte das Gericht zu 7 Jahren Freiheitsentzug. Sie fällt noch unter das Jugendstrafrecht. Sven S. wird 3 Jahre später noch wegen des Mordes an dem Belgier verurteilt. Zusätzlich wird Sicherungsverwahrung angeordnet. Das ist eine Kaltblütigkeit, mit der der Täter vorgeht. Und deswegen kann man nur noch sagen, so wie das Gericht geurteilt hat für ihn, kann das nur richtig gewesen sein. Den darf man nicht wieder auf dem Eschat loslassen. 3.000 Euro haben die Täter erbeutet. Dafür musste Jörn Scharlau sterben.